Daniela Wattenbach macht sich auf. Sie kennt sich mit Kräutern aus und will mir zeigen, wie man mit frischem Grün einen süßen Kuchen machen kann. Aber erstmal geht sie zu einem besonderen Obstbaumschneidekurs, nur für Frauen. Daniela Wattenbach lebt in Burg Bernheim, einer kleinen Stadt am Rand der Frankenhöhe. 30.000 Obstbäume gibt's hier noch im und um den Ort. In der Vergangenheit waren Nutzung und Pflege der alten Streuobstwiesen eher out geworden. Aber sie wurden wiederentdeckt. Und jetzt greifen auch die Frauen an, mit Baumsäge und Zwickzange, um die verwachsenen Apfel-, Birn- und Zwetschgenbäume und was es sonst noch gibt, auf Vordermann zu bringen. Auf den Wiesen soll es jetzt auch schon Kräuter geben. Was wir in der Theorie besprochen haben, was in der Mitte ist und was weg muss. Ich würde jetzt erst einmal die Wassergeschosse rausziehen. Genau, das ist gut. So was da zum Beispiel. Die Streuobstpädagogin Gudrun Ruttmann aus dem Nachbarort Trautskirchen hat einen Frauenobstbaumschnittkurs angeboten. So viele haben sich gemeldet, dass gleich mehrere Kurse draus wurden. Daniela Wattenbach hat schon Erfahrung. Aber was sollte hier auf den noch gar nicht frühlingshaft ausschauenden Wiesen für einen Kräuterkuchen wachsen? Und so, dass keine Stitzel stehen bleiben. Die haben mich jetzt gerade gefragt, was man mit den Knospen machen kann. Nachdem da das ganze Propolis dranhängt, kann man die jetzt zum Beispiel mit heimnehmen, in Öl legen oder in Essig legen? In Essig hätte ich es jetzt, oder? Was sagst du? In Öl ist es halt zum Beispiel für die Volksheilkunde gut, ich habe Kopfschmerzen. Jetzt würde es sich lohnen, die Knospen. Apfel wäre natürlich noch besser. Wir finden Kräuter mehr als genug für den Kuchen, hat die Kräuterpädagogin gesagt. Ich war aber schon ein bisschen skeptisch. Ja, ich bin ja gespannt, ob man da. Es schaut ja da genauso doch, braun aus. Hier heißt's am Hungerbrunnen, aber zum Verhungern war's dann doch nicht. Auf dem Teich war noch Eis, aber da, wo die Sonne hinscheint, neben der frischen Quelle, wächst schon was. Aber jetzt schauen wir mal nach die Kräuter, oder? Genau. Ich brauche mir eigentlich gar nicht laufen. Ich muss nur nach unten schauen. Ich schaue einmal nach unten und sehe ich da jetzt zum Beispiel Schaboxkraut. Das kann ich ja bloß jetzt verwenden. Wenn das blüht, wird es leicht giftig und dann ist schon wieder die Zeit um. Also das muss man jetzt wirklich jetzt im Frühjahr machen. Also normalerweise grabe ich es nicht aus. Ich lasse meine Kräuter immer stehen und dass ich ja nächstes Jahr wieder was davor habe. Aber ich zeige dir jetzt einmal was ganz Besonderes. Die schauen aus wie kleine Kartoffeln, ne? Und das sind auch kleine Kartoffeln. Und in Kriegszeiten, als wirklich gar nichts mehr zu essen gegeben hat, haben die Leute sich wirklich diese Knöllchen ausgeräumt und haben die in der Pfanne anbraten und haben die essen müssen. Sind wir froh, dass wir zum Bauern gehen und große Kartoffeln kaufen können. Und dann nehmen wir einfach noch ein paar Spitzle von den Brennnesseln. Schaboxkraut und Brennnessel, das hätten wir schon mal. Das, was ich mitgenommen habe, schaue ich mir daheim noch einmal ganz genau in der Küche an. Aber ich will nichts Giftiges mit daheim. Das schöne Fachwerkhaus gehört Daniela Wattenbach und ihrem Mann Ralf. Mit viel Mühe wurde es renoviert, über einen langen Zeitraum. Ich bin schon gespannt, was sich da für Schätze drin verbergen. Sicher auch kulinarische. Kleines Heißerl oder ein kleiner Hof. Na, so klar ist es gar nicht. Müssen wir mal reinschauen. Und alles ist selber gemacht, hast du gesagt? Das haben wir alles selber renoviert. Von Grund auf saniert, über viele, viele Jahre. Und jetzt so langsam wird es fertig. Jetzt sind wir stolz drauf, dass wir so weit gekommen sind. Wie lange habt ihr gebracht? Wir sind jetzt im 17. Jahr und konnten aber nach einigen Jahren Renovierung dann einziehen, sind in eine große Baustelle gezogen und freuen uns jetzt natürlich ganz besonders, dass halt so schön geworden ist. Kein Denkmal, aber auch ohne Denkmalschutz stimmig hergerichtet. Das ist Pflaster von der alten Hauptstraße im Nachbardorf. Die Steine da, die haben einen Bauschutt zusammengetragen. Schubkernweise, immer wieder über Jahre, dass man die überhaupt zusammengebracht hat, die Menge. Und im Haus? Kriegt man nicht mehr her. Im Haus ist auch alles gesammelt und sogar die Haustür ist nicht mehr original. Wir haben es gekauft, das war komplett verputzt. Wir wussten nicht einmal, dass es ein Fachwerkhaus ist. Da jetzt im Eingangsbereich sind es noch die Originalbalken. Wir haben
24 Tonnen Lehm, Strohlehm wieder verarbeitet für die Füllungen. Also ist eigentlich wieder rückgebaut worden, das Ganze. Das Alte hat es den Wartenbachs angetan. Man sieht es überall, draußen und drinnen. Ja, das passt halt zum Jetzt geht's in die. In die, wie sagt man, Speis. Das ist unsere Speisekammer. Da ist jetzt natürlich nicht mehr die Welt da. Das schaut im Herbst natürlich anders aus, weil wir haben jetzt den ganzen Winter davon gelebt. Also nicht ausschließlich, aber wir greifen schon gerne auf die Sachen. Ja, jetzt geht das neue Jahr los. Also. Neue Jahr. Aber immerhin, ich sehe, Birnen sind noch da. Ja, das sind jetzt aber auch meine letzten drei Gläser. Die haben wir, die wecke ich immer ein und die verbrauchen wir dann über den Winter. Aha. Aber da Äpfel sind, ne? Was sind das? Die halten sich gut. Was sind das sind die Topaz-Äpfel, die haben wir im Garten unten. Und das sind aber, das ist ein wenig ein Locher-Apfel. Den also da gibt es noch einen Apfelstrudel oder so. Eine noch und dann ist aber gut. Und dann wecke ich natürlich auch einmal die Kirschen von uns ein. Das ist auch immer, aber das sind auch meine letzten drei Gläser. Und das Übliche, was man halt so in der Speisekammer hat. Und Nüsse sind noch da. Ja, da habe ich nur relativ viel, weil die müssen ja bis in den Herbst neu halten. Die verbrauche ich dann immer so übers Jahr, wenn ich einen Kuchen backe oder wenn mein Momo Nusskuchen recht gern. Und das sind auch die letzten, da brauche ich immer drei Körbe im Jahr voll. Die verarbeite ich und das habe ich mal so eingeteilt, dass die dann noch lange. Franken-Oliven, wieso baut sie Oliven? Nicht, ja, das gibt's. Ja, aber schau, 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 fränkische genau Oliven. Hin, schau hin, sind es Oliven? Na ja, ein bisschen kleine Oliven. Anders, oder? Also da mache ich meistens ein wenig ein Experiment mit meinen Gästen. Ich lasse immer erst probieren und dann müssen sie raten, was das ist. Und dann sagen die meisten, es sind Oliven. Sollen wir das machen? Und da Honey-Nüsse, das ging ja nicht. Ah, das nimmst du jetzt auch mal mit. Aha. Das lasse ich dir mal probieren. Was sich da nicht alles verbirgt hinter der Schiebetür. Nüsse, gut. Aber was schaut hier nach Olive aus? Also riecht das nach Knoblauch. Ja, da ist auch Knoblauch drin. Und jetzt probierst du mal, Anne. Vorsicht, das ist da ein Stein drin in der Mitte. Aha. Mmh. Ja, das schmeckt wie Oliven. Das sind Schlehen. Mhm. Ich sammle im Herbst immer Schlehen. Also wenn der Frost schon mal drüber gegangen ist und die lege ich dann in Salzlage ein, über mehrere Wochen und dann müssen es nur über mehrere ein bisschen Wochen. Säuerlich, bitte, ja. Aber wir? Wir Olive, oder? Wir Oliven. Ja. Aus Mittelfranken, Burg Bernheim. Also vom Biss her natürlich anders, weicher. Ja. Aber vom Geschmack her mir geht's, sehr intensiv und gut. Mir geht es da halt einfach darum, dass man einmal sieht, dass man aus heimischen Sachen was machen kann. Man muss nicht immer einmal um den Globus alles schiffen und transportieren. Es schmeckt optimal, das essen wir zum Festbären. Ich verschenke es auch natürlich gern, weil es halt schon was Besonderes ist. Das da. Aus grünen Walnüssen entstehen nach einer langen Einlegeprozedur diese schwarzen Johanninüsse. Schmecken tun sie richtig gut. Das hast du jetzt nicht erwartet, oder? Den Geschmack. Irgendwie orientalisch. Marzipan. Mhm. Das schmeckt nach Marzipan. Nicht du das dann auf die Süßspeisen dazu oder wenn ich mal eine Käseplatte mache, dann lege ich die auch dazu. Und da lasse ich halt die Leute auch immer raten, was das ist. Und dass das einmal grüne Walnüsse waren, das wissen die allerwenigsten. Oder da kommen die allerwenigsten drauf. Also bei dir wächst der Löwenzahn im Mirsbädel. Zum süßen Kräuterkuchen soll es einen Kaffee geben. Aus Löwenzahnwurzeln. Die werden jetzt geholt. Und noch die Kräuter für den Kuchen. Knöterich und Engelwurz. Magst du mal rein? Kannst du dir jetzt vorstellen, dass das in Kuchen reinkommt? Ich weiß eigentlich nicht. Also so eigentlich nicht, das wirst du jetzt dann sehen, was das für ein Kuchen wird. Die Eier für den Kuchenteig sind zwar nicht selber gelegt, aber den eigenen Hühnern selber abgenommen. Komm, gib's her. Na, gib's her. In der Küche ist alles bereit. Eier, Kräuter sind auch schon da. Alles schon da. Schaboxkraut, was? Richtig, richtig. Brennnessel, Vogelmiere und das ist der Kirsch. Der Kirsch. Für den Kräuterkuchen wird ein ganz gewöhnlicher Rührteig gemacht. Walnüsse von den heimischen Streuobstwiesen werden gemahlen und kommen auch mit zum Teig. Man könnte meinen, das wird ein Marmorkuchen. Und recht stark unterscheidet sich der Kräuterkuchen auch nicht davon. Der eine Teil des Teigs kommt schon in die Springform. Fehlt noch der Teil mit den Kräutern. Das riecht ja gut nach Gras irgendwie. Nach Wiese. Ja.
Aber ich finde es auch lecker. Das kommt jetzt da in meinen Kuchen mit rein. Was bei der Mama kommt und die Leidezettler dann die Schokolade mit rein. Und bei mir kommen halt die Kräuter mit rein. Und fertig ist er für den Holzofen. Ins vorgeheizte Rohr. Und da lasse ich ihn jetzt dann für eine Stunde drin. Bis der Kuchen fertig ist, schaue ich noch in die Werkstatt. So. So, hallo. Bienenkasten. Rähmchen. Oder die Rahmen. Die Rähmchen. Nach dem großen Renovieren haben die Wartenbachs angefangen, auch für den eigenen Honig zu sorgen. Die Bienenkästen stehen schon draußen in den Streuobstwiesen. Die neuen Rähmchen werden selber gemacht. Ralf Wartenbach wird es anscheinend nie zu viel. Auf der Arbeit hat man 8 Stunden Stress. Global bin ich da unterwegs. Ich telefoniere von Shanghai bis Brasilien. Und dann geht man auch mit so einem Schädel raus. Und wenn ich da zum Hoftürle reinkomme und mache das zu, dann ist das alles vergessen. Das ist einfach weg. Und das ist natürlich für mich einfach die Zeit, wo ich da relax oder wieder Kraft tanken kann, um am nächsten Tag da wieder loszulegen. Ralf Wartenbach ist Konstrukteur, Maschinenbautechniker. Daniela Sekretärin in der Burg Bernheimer Schule. Und auch in der Freizeit sind sie bienenfleißig. Die Wurzeln vom Löwenzahn sind jetzt getrocknet. Während sie von der blau blühenden Wegwarte, wie es ein Zichorienkaffee. Da riecht's gut beim Kaffeerösten. Sollst du mal den Deckel drauf machen? Ja. Darf ich das machen? Das darfst du jetzt machen. Und darf ich draufdrücken? Jetzt drückst du mal drauf. Hey, Vorsicht, Vorsicht. Oh, ja, das staubt wirklich. So, und jetzt siehst du, das schaut schon aus wie Pulver, ne? Ah, das ist doch malzig, süß. Mhm. Ja, da bin ich gespannt. Im Esszimmer in der Gurkenstube ist schon der Kaffeetisch gedeckt. Ganz nostalgisch. Kräuterkuchen, Wurzelkaffee, das klingt ärmlich. Aber hier sind diese einfachen Dinge wertvoll. Schön locker ist er geworden. Ich bin gespannt, wie er schmeckt. Mhm. Probieren wir mal. Ja, da bin ich jetzt überrascht. Das ist gut, sehr gut. Und die Kräuter, ja, du hast ja gesagt, ganz mild eigentlich. Gell? Ich habe mir gedacht, dass die Kräuter also einfach vielleicht ein bisschen bitter oder irgendwie, dass das nicht zusammenpasst. Ja, das sind die späteren, aber jetzt die Frühlingskräuter, das haben wir da ja heute früh auf der Wiesn gesagt. So die Vogelmiere und die Schafgarbe, das sind ja ganz milde Kräuter. Mhm. Und die kommen auch mal in den Kuchen mit rein. Mhm. Und jetzt bin ich auch gespannt, wie der Muckefuchs schmeckt. Schaut eher nach Tee aus als nach Kaffee. Ja, man weiß halt, der Löwenzahn ist bitter und das merkt man, aber nicht unangenehm. Ja. Und der Geschmack ist gut. Mal was anderes. Und manche Leute sagen zu uns, ihr lebt ja wie im Museum. Aber das empfinden wir nicht so. Also wir leben wirklich so. Und ich brauche halt keine Mikrowelle. Ich habe auch noch nie eine besetzen. Und ich koche gern auf Holz, auf dem Holzherd. Das soll aber nicht heißen, dass ich wie im Mittelalter lebe. Aber ich finde es eigentlich schön, wenn man so das Wissen nicht verloren geht. Dass ich weiß, man kann aus bestimmten Pflanzen sich auch Medizin machen. Vielleicht auch, wenn einmal schlechte Zeiten wären, dass ich weiß, wo kriege ich meine Vitamine her. Dass halt das ganze Jahr schöne Licht durchflutet ist, dann trägt er mehr Obst. Den da noch? Genau, den und schön. Ja, vieles selber machen, von Grund auf. Daniela und Ralf Wartenbach beherzigen das. Und deshalb wird gleich noch der Apfelbaum im Garten geschnitten, dass er im Herbst schöne Früchte trägt. Den lasse ich jetzt stehen. Den daneben, genau, den nehmen wir.